Guten Abend bei Einstein, schön sind Sie mit dabei. Das hier drinnen sind Edelkrebs. Eine der wenigen einheimischen Krebsarten, die noch in den Schweizer Gewässern lebt. Aber die Edelkrebs, sie sind bedroht, stark bedroht durch ausländische Eroberer. Die roten amerikanischen Sumpfkrebs verdrängen unsere einheimischen Arten und stecken es mit der tödlichen Krebspest an. Wie können wir unsere Krebse schützen? Schlaue Strassenlampen. Sie brennen nur dann, wenn jemand vorbeikommt. Eine komplexe Technologie, die aber noch ihre Tücken hat. Mordswaffen aus dem Mittelalter. Wir testen die Kraft und Präzision eines englischen Langbogen. Schafft es der Pfeil sogar durch eine millimeterdicke Ritterrüstung? Ein Aquarienfreund, der zu viel von seinen exotischen Krebs hat und darum kurzerhand ein paar im See oder Bach aussetzt. So hat es der rotamerikanische Sumpfkrebs wahrscheinlich irgendwann einmal in Schweizer Gewässer geschafft. Dort breitet er sich mittlerweile rasant aus und er nimmt ihnen hier den Edelkrebs aus der Schweiz den Lebensraum weg. Ich probiere jetzt einmal so einen rauszunehmen. Ich muss ihn richtig packen, damit nicht er mich packt. So, das ist die grösste einheimische Krebsart, die wir noch haben. Ein wunderschönes Tier. Ich lasse ihn jetzt wieder rein. Ja, er fängt schon an mit dem Schwanz zu schlagen. Das macht es als natürlicher Fluchtreflex. Normalerweise natürlich im Wasser. So kommen sie in der kürzester Zeit wahnsinnig schnell vorwärts. Ja, leider sind die schönen Edelkrebs mittlerweile auf der Liste der bedrohten Tierarten. Und wenn nichts unternommen wird, dann kann man es irgendwann nicht mehr so im Aquarium anschauen, sondern nur noch auf Bilder. So weit soll es aber nicht kommen. Denn jetzt wird der ausländische Krebs buchstäblich eingeheizt. Der rote amerikanische Sumpfkrebs muss bekämpft werden. Mit allen Mitteln. Die Krebsspezialisten Thomas Stucki und Rolf Schatz tun das seit Jahren. Denn immer mehr verbreitet sich diese eingeschleppte Art und trottet dabei unsere einheimischen Krebse aus. Oft innert Wochen. Positiv an diesem Eindringling ist offenbar nur sein Geschmack. Also in Bezug auf die Amerikanerarten werden wir das Problem nicht in den Griff bekommen. Auch wenn alle Schweizer jetzt würden auf Krebsen umstellen und die gerne würden essen, alle werden wir nicht verwünschen. Aber es ist sicher eine sinnvolle Wertung und es ist angezeigt, dass wir das so machen. Das ist gutes Eiweiß. Und wenn man die richtig zubereitet, sind die wunderbar. Dann hat man noch etwas für die Arbeit. Doch wo hat es heute überhaupt noch Krebse? Zusammen mit Freiwilligen arbeitet Rolf Schatz an einem Zürcher Krebsatlas. Der Kanton finanziert diese schweizweit erste Bestandesaufnahme. Wir müssen ja zuerst einmal wissen, wo haben wir überhaupt noch einheimische Krebsarten. Dann müssen wir wissen, wie weit sind die Amerikanerarten bereits schon vorgestoßen. Und wenn wir diese Daten, das Wissen einmal haben, dann können wir das Konzept erarbeiten, wie können wir unsere Krebse schützen, allenfalls auch mit Zuchtprogramm wieder versuchen, diese Arten anzusiedeln. Achtung da! Rolf Schatz nimmt uns mit an einen versteckten Bach, wo sich noch einheimische Steinkrebse halten konnten. Der Bach, der meandert völlig frei. Das ist herrlich. He? Und die Bachsäule sauber. Dort hat es wieder einen. Siehst du? Überall stehen sie. Das ist mega du. Da lacht ein Herz, wenn du so ein Bächli siehst. Schau da. Schön. Am Schwanz ist ein Weibli. Ja, prächtig. He? Schönes Tier. Schau das an. Da hat es gerade noch mal einen schönen. Schau. Oi. Da. Ein Männli. Schau mal die prächtigen Scheren, die er hat. In den letzten Jahren ist eine solche gesunde Population in der Schweiz zur Rarität geworden. Das ist einmalig. Sie ist darum einmalig, einerseits von der Dichte her, aber auch von der Altersstruktur her. Wir haben sehr viele Jungtiere gefunden, jährig, zweijährig. Das lässt darauf schliessen, oder nicht schliessen, mit Sicherheit auf eine gute Naturverleichung. Und das ist natürlich wichtig. So haben wir die Garantie, dass auch in künftigen Jahren weiterhin Krebse da werden sein und eben wiederum sich reproduzieren können. Seit seiner Kindheit faszinieren ihn die nachtaktiven Tiere. Diese Begeisterung sei aber schwierig zu vermitteln. Denn Krebse sind nicht niedlich und auch nicht kuschelig. Wir müssen uns hüten, davon zu glauben, wir können nur den Teil aus dem Kreislauf erhalten, der aus unserer Sicht irgendeinen Nutzen bringt. Und Tiere, die vielleicht der Nutzen für uns direkt nicht erkennbar ist, haben keinen Wert. Und darum können wir die vernachlässigen. Das ist eine grosse Gefahr und birgt das Risiko, dass der ganze Kreislauf letztlich dann eben zusammenbricht.
Die größte Gefahr sind die eingeschleppten Arten, die sich über die ganze Schweiz ausbreiten. In diesem Aargauer Weiher haben sie die einheimischen Krebse bereits ausgerottet. Obwohl Thomas Stucki als kantonaler Jagd- und Fischereiverwalter seit Jahren die Eindringlinge mit Reusen bekämpft. Die roten amerikanischen Sumpfkrebse sind viel agiler und aggressiver als unsere Krebse. Damit sind sie ihnen schon rein körperlich weit überlegen. Dann hat es aber noch einen zweiten, etwas perfideren Teil dran. Sie sind Träger von einer Krankheit, von der Krebspest, wo sie selber kein Problem damit haben. Ihr Immunsystem kann sich dagegen wehren. Aber unsere einheimischen Arten sterben ab dieser Krankheit. Mit dem Reusenfang soll der Populationsdruck im Weiher reduziert werden, damit die Krebse nicht über Land in neue Lebensräume eindringen. Ausrotten lassen sie sich nicht mehr. Auch wenn der Pächter kiloweise Krebse an umliegende Restaurants verkauft und Krebssperren beim Zu- und Abfluss sie zusätzlich am Verlassen des Weihers hindern. Die kleineren Krebse, die kommen wir mit der Reuse nicht an. Dort haben wir Fische, die uns hier helfen. Es hat Egli und Hecht hier innen im Weiher, die die sehr gerne fressen. Aber man wird so mit dem Jagddruck respektive Befischungsdruck wird man sie nicht wegkriegen. Man wird einfach den Bestand tief behalten. Die Krebsaufzuchtstation von Rolf Schatz. Er war der Erste in der Schweiz, der mit der Zucht von einheimischen Steinkrebsen begann. Mit seinem Wiederansiedlungsprogramm will er die Bestände der bedrohtesten einheimischen Krebsart stärken. Hier sehen wir jetzt einen Steinkrebs, schätzungsweise dreijährig. Und hier haben wir jetzt einen vom letzten Jahr, der geschlüpft ist, also einen jährigen. Von denen haben wir jetzt insgesamt etwa 150 bis 200 Stück, die wir heute werden im Gontenbach einsetzen. Hier im Wildnispark Langenberg hat er letztes Jahr sein Wiederansiedlungsprogramm gestartet. Doch von den einjährigen Steinkrebsen haben nur wenige überlebt. Darum setzen Rolf Schatz und der Parkdirektor in diesem Jahr auch Zwei- und Dreijährige aus. So wollen sie die Überlebenschancen ihrer Schützlinge erhöhen. Ja, wenn man drei Jahre die Tiere gepflegt hat, man ist sie fast täglich gefüttert, dann bindet man irgendwo schon eine Bindung auf zu diesen Tieren. Und man hofft natürlich auch, dass sie gut werden, gut, dass sie gut kommen, gross und stark. Und auch wieder viele Junge werden machen, dass eine kräftige Population wir können entstehen hier am Gontenbach. So, Thomas, ich höre Krebsen. Wunderbar, ich sehe ja super aus. So, top. Ja. Ein solches Zwirri schätzen die Krebsexperten. Doch noch viel lieber hätten sie, die amerikanischen Krebse wären in Amerika geblieben. Denn trotz aller Bemühungen, die Situation der einheimischen Krebspopulationen ist dramatisch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben verschiedene, noch gute Bestände, kleine Bäche. Und dort können wir wirklich etwas machen. In den grossen Flüssen, in den Seen, denke ich, dort ist wirklich nichts mehr zu machen. Damit sind Arten vom Aussterben bedroht, die über Jahrmillionen entstanden sind und in ihrer Nische im Ökosystem eine wichtige Funktion übernommen haben. Also nach der Artenschutzkonvention, nach der Berner, sind wir dazu verpflichtet, die einheimischen Arten zu erhalten und zu schützen. Und ich denke, das ist auch ein Verständnis, wie die Gesellschaft mit sich selber umgeht, wie sie auch mit ihren Tierarten umgeht. Ich denke, auch für die kommenden Generationen, das ist eine Verpflichtung, die wir haben, die wir nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen können. Und ich würde es sehr bedauern, wenn meine Enkelkinder mal die unsere eigenen Krebse nur noch von den Bildchen her würden kennen. Um das zu verhindern, werden sie die Eindringlinge weiterhin bekämpfen. Wenn es sein muss, auch mit großem kulinarischem Engagement. Wenn Krebs auf dem Teller und davor im Kochtopf landet, dann kommt häufig auch die Frage auf, ist es Tierquälerei, wenn man die einfach lebendig ins heiße Wasser wirft? Oder ist das vielleicht doch die beste Tötungsmethode? Dieser Frage gehen wir noch auf der SRF Wissensplattform. Stellen Sie sich einmal vor, nachts sind grundsätzlich alle Strassenlampen einfach praktisch dunkel. Und erst wenn Sie mit dem Auto, dem Velo oder zu Fuß vorbeikommen, dann wird es plötzlich hell und die Strasse wird beleuchtet. Genau so funktioniert die neueste Generation von intelligenten LED-Strassenlampen. Die sparen bis zu 95% Strom. Eine einleuchtende Idee, die jetzt an verschiedenen Orten in der Schweiz auf ihre Praxistauglichkeit getestet wird.
Intelligente Straßenbeleuchtung dank LED. Man kann sie dimmen so oft und wie man will. Sie brauchen kaum Strom und per Funk sind sie programmierbar für jeden Bedarf. In dieser kalten Novembernacht programmiert LED-Entwickler Rico Kramer die neue Straßenbeleuchtung im Neubauquartier. Die neuen Leuchten sollen nur brennen, wenn es nötig ist. Richard Weber von der Gemeinde Würenlos fährt die Strecke nun schon zum 7. Mal ab. Kramer sucht mit ihm die Feinabstimmung für Velofahrer. Per Funk. Wie hättest du das eigentlich gern? Hättest du gern, dass sie schneller rauf und runter fährt? Oder würdest du gern eine längere Haltezeit haben? Wir können das ja individuell eigentlich auf dieser Leuchte programmieren. Ich weiß gut, dass er möglichst schnell rauffahren. Mhm. So, zack. So ist gut. So, so ist gut, ja. So richtig, so dass es wie. Also, da kann man so richtig rauf und runter. Möglichst schnell da oben ist, wenn jemand kommt, dass es gerade hell ist. Weber fährt zum 8. Mal. Er passiert eine Lampe. Und sie löscht sofort ab. Das spart Energie. Rico Kramer ist stolz. An der sogenannten intelligenten Steuerung per Funk hat der Hura 3 Jahre gearbeitet. Hier haben wir mal die LED-Module in diesem Bereich. Hier ist die Aussparung für die Sensortechnologie. Man kann das Ganze jetzt einfach mal öffnen, um hier einfach mal reinschauen. Hier drinnen ist eigentlich die ganze Steuerung, die Intelligenz mit den verschiedenen Linsentechniker mit den verschiedenen Peer-Sensoren oder sonstig, was man einbauen möchte. Und diese Steuerung kommuniziert hier über Kabel mit dem LED-Modul direkt. Ein Waldweg in Hombrechtikon. Nachts ist es hier stockdunkel. Nähert sich aber eine Person, strahlt das erlösende Licht. Der Infrarotsensor hat die Bewegung registriert und an die Steuerung weitergeleitet. Mit dieser intelligenten LED-Beleuchtung schafft die Gemeinde mehr Sicherheit. Und den Strom produziert sie zum Nulltarif. Giordano Paoli hat die LEDs mit Solarpanels ausgerüstet. Denn Stromleitung hat es im Boden keine. Zukunftspotenzial? Die Leuchten, die wir hier haben, das sind typische Inselanlagen. Die können den Strom selber produzieren, selber verbrauchen, ohne dass er irgendwohin transportiert wird. Bei den LED sind wir jetzt schon einen Schritt weiter von 100 Lumen auf 120 Lumen pro Watt. Also auch dort hat es einen Schritt für sich gegeben. An der Interstaatlichen Hochschule für Technik in Buchs schätzt man, dass sensorengesteuerte Außenbeleuchtungen eines Tages in der Schweiz 900 Gigawattstunden Strom sparen werden. Das ist der Haushaltsstromverbrauch von 900.000 Menschen. Das Sensorikteam von Laszlo Arato forscht mit einem neuen Sensor aus Deutschland, dem 3D-Sensor. Die Optik misst für jeden Bildpunkt eines Objekts die Entfernung, 30 Mal pro Sekunde. Weil Arato die Finger bewegt, entsteht daraus eine bewegte Figur. Das System erkennt darin die 2 Finger des Professors. Doch wie jede Erfindung muss auch der 3D-Sensor zum Härtetest auf die Straße. Es ist das erste Mal. Doch statt einer bewegten Figur im Quader ein blaues Nichts. Und manchmal sind es banale Sachen, die man zuerst gerne dran denkt. Wie hier, vielleicht ist es nur eine Einstellung, die fehlt. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Und vielleicht in 2 Stunden oder in 1 Stunde oder vielleicht sogar in 5 Minuten wissen wir schon mehr. Jetzt, das ist Entwicklung, das ist normal. Das ist wie eine Achterbahnfahrt. Manchmal geht es drauf und juhu, und dann geht es wieder auf. Was ist es? Ganz normal. Aber zum Glück gibt es ja noch altbekannte Bewegungsmelder, zum Beispiel den Radar. Er sendet Signale aus, die das Objekt reflektiert und zurückschickt. Das funktioniert bei der Professorenhand perfekt. Doch was, wenn es regnet? Da versagt der Radar. Er meint, die Tropfen seien Verkehrsteilnehmer. Ein großer Nachteil. Aber da ist ja noch der Infrarotsensor. Er misst den Temperaturunterschied zwischen einem Objekt und seiner Umgebungstemperatur. Für Einstein machen die Forscher den Test mit einem kleinen Roboter. Natürlich haben sich die beiden dabei etwas gedacht. Die Fahrt hat den Roboter nämlich aufgeheizt. Der Sensor kann ihn nicht mehr von der Umgebungswärme unterscheiden. Überall dort, wo Infrarotsensoren eingesetzt werden, dort hat man sich bewusst dafür entschieden, jetzt nicht zu warten, sondern das zu nehmen, was funktioniert. Ist halt nicht immer perfekt, aber man nimmt es.
Rico Kramer beim Einsatz im Kanton Bern. Auch die Gemeinde Wittnau setzt auf intelligente LED mit Infrarotsensoren. 24 Leuchten sollen auf der Kantonsstraße getestet werden. In 24 Stunden fahren hier im Schnitt 6'000 Autos durch, aber völlig unregelmäßig. Das sind spezielle Infrarotsensoren, das sind sogenannte Spot-Types. Mit diesen Spot-Type-Sensoren hat man die Möglichkeit, im unteren Bereich ganz gezielt Erkennungen zu machen. Und damit ist es eben auch möglich, bei einer Straße wie hier links und rechts Personen und Fahrzeuge eigentlich zu erkennen. Jetzt werden die ganzen Anschlüsse, um die Sensoren anhängen, da sehen wir jetzt eigentlich die Funktechnologie, also den Antennenanschluss. Hier auf dieser Seite ist der ganze Ausgang der Steuerung, der noch mit den Leuchten kommunizieren. Jawohl. Für das Tiefbauamt des Kantons Bern ist das ein großer Tag. Denn mit diesem System möchte es dereinst 95% des Stromverbrauchs für Straßenbeleuchtung einsparen. Doch dafür müssen die Sensoren funktionieren. Gut, es ist das erste Mal überhaupt, dass an Kantonsstraßen diese Technik funktioniert. Es ist das erste Mal, dass man das probieren kann, weil man es das erste Mal geschafft hat, mit der neuen Sensorentechnik die 8,5 Meter Distanz zu überwinden. 2 Stunden später. 24 intelligente LED-Leuchten sind installiert. Die Autos kommen, die Lampen leuchten auf. Im richtigen Moment. Den ersten Härtetest haben die neuen Sensoren bestanden. Viel Potenzial zum Stromsparen, gerade im Hinblick auf die Energiewende, die ansteht. Und um die Energiewende geht es heute auch in unserer Serie vor 50 Jahren. Aber ein bisschen um eine andere Energiewende als die, die wir heute planen. Was? 1963 hat ein wahnsinnig harter Winter die Schweiz fest im Griff gehabt. Das hat die gefreut, die während der Seegefrorenen über den Zürichsee spazieren oder sogar mit dem Velo fahren können. Weniger Freude an dem harten Winter hat die Schweizer Elektrizitätswirtschaft gehabt. Denn es hat sich einmal mehr gezeigt, dass die Schweiz gerade in der kalten Jahreszeit immer wieder selber viel zu wenig Strom produzieren kann. Und darum hat man angefangen, neue zusätzliche Energiequellen zu suchen. Die Fachleute der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft haben schwere Sorgen. Zur großen Niederschlagsarmut der Herbstmonate hat sich ein Winter gesellt, wie man ihn seit Menschengedenken nicht mehr erlebt hat. Die Folge davon, der Elektrizitätsverbrauch hat Höchstwerte erreicht, die zwischen 5 und 20% über dem Verbrauch des Vorjahres liegen. Der erhöhte Strombedarf kann jedoch nicht gedeckt werden. Die Kraftwerke der Stauseen liefern kaum Strom, denn viele Seen sind praktisch leer, wie hier der Lungensee in Obwalden. Der monumentale Wasserstandsmesser hat nichts mehr zu messen. Es muss deshalb viel Strom aus dem Ausland importiert werden. In Spitzenzeiten ist es im Winter 1962-63 rund ein Drittel des gesamten Verbrauchs. Zum Vergleich, heute exportiert die Schweiz aufs Jahr gesehen häufig mehr Strom ins Ausland, als sie importiert. Die Stromabhängigkeit vom Ausland habe man verringern wollen, vor allem weil Strom immer wichtiger geworden sei, sagt Alltagskulturforscher Thomas Hengartner. Strom war so etwas wie der Motor sowohl von der Industrie als auch der Motor aber auch im Haushalt. Waschmaschinen sind strombetrieben, Kochherd sind strombetrieben. Das heisst, in immer mehr Bereichen hat man immer sicherer Strom gebraucht. Und entsprechend wollte man sicherstellen, dass der auch immer kommt. Die Lösung für mehr Unabhängigkeit, zusätzliche alternative Stromlieferanten. Im Gegensatz zu heute hieß alternativ damals vor allem eines: Atomenergie. In Luçon wird 1963 mit dem Bau des ersten Schweizer Versuchsatomkraftwerks begonnen. Und in Würenlingen eröffnet ein atomares Versuchslabor, das HOT-Laboratorium. HOT heißt im internationalen Sprachgebrauch radioaktiv. In 10 Jahren werden die Wasserkräfte in der Schweiz erschöpft sein. Daher wird jetzt schon in diesen 5 HOT-Zellen hinter meterdicken Bleiglasfenstern die Forschung und Entwicklung des Kraftwerkes der Zukunft vorangetrieben. Es sind die ersten Schritte der Schweiz in Richtung Atomzeitalter. Man war ganz im Gegensatz zu heute extrem begeistert.
Atom war Zukunftsenergie, nicht nur für grosse Kraftwerke. Man hat sogar sich vorgestellt, dass auch die Hai kleine Hauskraftwerke Atombetriebe sein könnten und hat auch schon am Atomauto gedacht. Neben den strahlenden Aussichten auf eine Zukunft mit Atomenergie stehen auch andere Ressourcen wie Öl oder Gas im Fokus. Im Laufe der 60er Jahre hofft man bei mehr als einem Dutzend Explorationsbohrungen auf Öl und vor allem Gas zu stoßen. Anfangs der 60er Jahre ist man davon ausgegangen, dass Ressourcen eigentlich kein Problem sind, sondern dass sie zur Verfügung stehen und dass man sie entsprechend auch ausbüttet. Und so hat man wirklich angefangen zu schauen, ob und wo es vor der Haustür Ressourcen hat, ob es Gas hat, ob es Öl hat und schaut, ob sich die Ausbeutung auch lohnt. In Pfaffnau bei Luzern stößt ein Bohrteam 1964 auf Erdgas. Um die Ausmaße des Lagers abzustecken, wird der Druck des ausströmenden Gases gemessen. Noch weiß man nicht, ob das Lager eine wirtschaftliche Ausbeutung erlaubt. Sicher aber ist, dass die Funde von Pfaffnau die größten sind, welche die schweizerische Erdölforschung bisher zu verzeichnen hatte. Pfaffnau befeuert die Hoffnung der Öl- und Gasförderer. Trotzdem, Erdgas wird in den kommenden Jahren in Pfaffnau nie wirtschaftlich gefördert. Zu klein die Vorkommen. Der Traum vom Gasabbau in der Schweiz ist jedoch bis heute geblieben. Wie etwa hier im Jura, wo Bohrfirmen Gasvorkommen vermuten. Anders bei der Kernenergie. 50 Jahre nachdem das Atomzeitalter verkündet wurde, hat sich die Euphorie in Rauch aufgelöst. Mit der Energiewende soll diese Ära ein Ende finden. Jetzt gehen wir nicht mehr nur 50 Jahre zurück, sondern gerade mehrere hundert Jahre bis ins Mittelalter. Dutzmal war so ein englischer Langbogen eine mörderische Waffe in den Schlachten. Dieser Bogen hier, den hat meine Kollegin Nicole Ulrich selber gemacht und nachher die legendäre Waffe einmal ins Visier genommen. Wie präzis schiesst so ein Bogen? Und kann ein Pfeil aus dem sogar eine Ritterrüstung durchbohren? Wir haben es getestet, zusammen mit Bogenschützen, die das Mittelalter nicht nur lieben, sondern auch leben. Pfeil und Bogen. Sie waren die Massenvernichtungswaffen des Mittelalters. Die Bogenschützen säten Angst und Schrecken. Ihre Pfeile entschieden Schlachten. Bögen auf! Nein! Warte! Nein! Drei! Oh, so stand das aber nicht im Drehbuch. Oh, sorry. Es tut mir wirklich Museum für Urgeschichte in Zug. Nicht berühren gilt für einmal nicht. Im Obergeschoss werden heute die Späne fliegen. Bogenbaukurs mit Jürgen Jungmanns, Archäologe und Spezialist für historische Pfeilbogen. Einen solchen will Nicole Ulrich mit seiner Hilfe bauen. Je glatter es ist, desto besser ist es. Jungmanns Seminare sind in Zug seit Jahren der große Renner. Ob Ötzi, Wikinger oder Alemannenbogen. Jeder hat da so seine eigenen Vorlieben. Und doch verbindet Groß und Klein dasselbe. Die Leidenschaft für Pfeil und Bogen. Es fasziniert eigentlich fast alle Menschen. Das stelle ich immer wieder fest in meinen Kursen. Die Leute haben einfach das noch nicht vergessen. Das steckt, glaube ich, noch in den Genen drin, irgendwie das Bogenschießen. Es war ja auch eine lange Zeit, dass man mit dem Bogen auf die Jagd gegangen ist und sich verteidigt hat. Das ging über 10.000 Jahre. Und das steckt einfach noch in uns drin. Nicole Ulrich baut sich einen englischen Langbogen aus dem Mittelalter. Der Rohling hat in etwa ihre Körperlänge und ist aus Hickory, einem Hartholz. Eibe, das ursprüngliche und bis heute beste Bogenholz, könnte sie als Anfängerin nicht bearbeiten. In seiner Schlichtheit gleicht der Stab eher einem Besenstiel. Aber als Kriegsbogen war er legendär und unglaublich effizient. War eine Präzisionswaffe, das ist ganz klar. Die Bogenschützen haben die auch noch getunt selber, auf ihre eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Das sieht man an gewissen Spuren, Schnittspuren und so weiter. Andererseits war es natürlich auch ein Massenprodukt. Also die Engländer mussten ja Tausende von Bögen vorhalten. Die hatten in ihren Lagern hatten sie 5.000 Bögen und ich weiß nicht wie viele Pfeile, 3 Millionen Pfeile. Für den Fall, dass jetzt morgen der Krieg ausbricht, dass sie darauf vorbereitet waren. Zwirnen der Bogensehne.
Nach 7 Stunden Arbeit hat es Nicole Ulrich fast geschafft. Ganz ohne Unterstützung vom Experten geht es im Feintuning zwar nicht. Aber dafür wird der englische Langbogen der Moderatorin ein echtes Prachtstück. Ja, damit hast du deinen Bogen jetzt wirklich fertig und bist gerüstet. Danke. Der Graf zu Hirschstahl. Im bürgerlichen Leben Helge Schmidt. In seiner Freizeit zelebriert der Anästhesiepflege aus dem Aargau die Legenden und Überlieferungen des Mittelalters. Der englische Langbogen ist für Helge Schmidt, was für andere eine Stradivari. Ein Instrument mit Herz und Seele. So, Helge. Ich habe es geschafft, mein Kunstwerk. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus, ja. Der ist hübscher als meine. Ja. Wenn er jetzt noch so schießt. Ich wollte gerade sagen, er muss auch noch etwas taugen, oder? Aber das sieht richtig gut aus. Viel habe ich mitgenommen. Oh, nein. Nicht? Nein. Zum selber machen habe ich keine Zeit mehr gehabt. Okay. Ich meine, sie sind ja schön, sie sind auch schön bunt. Aber ich glaube, wenn du so einen schönen Bogen hast, dann machen wir auch schöne Pfeile dazu. Ja? Und nicht sowas. Okay, dann probieren wir es. Ja? Ich mache einfach die. Ein Langbogen verlangt historische Pfeile. Helge Schmidt baut sie sich selber, allerdings mit Material von heute. Es sind Hölzer insofern wirklich gekauft im Fachhandel. Die sind sehr, sehr gerade, sie sind relativ gerade. Die Pfeile, wenn der fertige Pfeil da ist, dann siehst du, die sind so in 120 Grad aufgeteilt. Okay. Man hat 3 Federn benutzt. Und es ist einfach so, je größer die Feder, desto schneller ist der Pfeil stabil. Je kürzer die Feder, desto unstabiler fliegt er, aber er fliegt schneller. Er wird nicht gebremst. Ja, die Feder hat also eine stabilisierende und eine bremsende Wirkung. Mhm. Holzleim statt Baumharz. Für eingefleischte Traditionalisten ein absolutes No-Go. Schmidt sieht das lockerer. Wenn ich mir überlege, ich würde ganz, ganz tolle Pfeile basteln, wo ich auch länger brauche, als wie ich das jetzt habe, und ich mir den Pfeil zerschieße, ich würde mich ja schwarz ärgern. Von daher ist die Schnellbauweise bei mir angesagt jetzt. Und im Gegensatz zu dir habe ich ja noch keinen Bogen gebaut. Noch nie? Nein, ich habe noch nie einen Langbogen gebaut. Deswegen Respekt. So, jetzt haben wir genug geredet. Ich will schiessen. Oder wenn wir versuchen, sagen, wenn der Pfeil ist fertig ist. Super. Ne? Und von daher legen wir los. Ja. Super. Wie gut ist Nicoles Eigenbau? Ja, lässt er sich überhaupt schießen? Das Spannen eines Langbogens verlangt Geschick, aber auch Kraft. Das wird Ulrich gleich merken. Genau, hast deine 3 Finger. So, hä? Gibst ein bisschen Spannung auf den Bogen. Du kannst den Bogen noch etwas schneller machen, wenn du jetzt nur 2 Finger benutzen würdest. Aber es wird streng. Es wird fester zum Ziehen. Aber die Mittelalterschützen haben es meistens so gemacht. Und wenn sie aus der Gefangenschaft rauskamen und die Franzosen ihnen nicht unbedingt dann die Finger abgehakt haben, dann konnten sie so machen und hatten gezeigt, sie haben ihre Finger noch. Ah, von dort kommt in das Fall ist dieses Peace-Zeichen. Genau. Okay. Ne? Also sie konnten weiterhin schießen. Ja. Und hebe ich das richtig oder hebe ich ihn nein, so? Nein, das ist völlig okay. Mit dem Daumen hin. Ja. Es sieht also leichter aus, als das ist. Ja, und möglichst feste ziehen. Genau, möglichst feste ziehen. Ziehen, ziehen, ziehen. Nein. Weiterziehen und dann loslassen. Sicher? Ja. Und deine Hand? Geht weg. Wow. Dann hast du gesehen, wo dein Pfeil schon hinfliegt. Ja, der hat also schon richtig was dahinter. Ja, und ich merke die Finger schon. Okay. Trotz Händchen. Und ich habe ganz komisch vorne, wo er weg ist, wie also Spannung, ja. Schwingung. Ich kann ja nicht sagen, was es ist. Der Langbogen hat einen Rückschlag. Du musst wirklich mit Kraft schießen. Aber dein Bogen ist ja jetzt noch ganz, ganz neu. Also der gewöhnt sich jetzt an dich. Das wird dein Freund und deswegen gib den auch nie aus der Hand. Gut, mache ich nicht. Ne? Also auch du würdest nicht wieder schießen. Nein, damit. Ich würde nicht damit schießen, obwohl der Bogen mir sehr gut gefällt. Aber man gibt seinen eigenen Bogen nicht weg. Er gewöhnt sich an dich, auch gut. Die Art und Weise, wie du ziehst. Ich muss mich, glaube ich, zuerst schon eingewöhnen, ehrlich gesagt. Oder ihr beide an euch. Und weiter geht's. Distanz zur Scheibe 25 Meter. Wie ein Mädchen, ja. So schnell gibt deine Nicole Ulrich nicht auf. Sie will treffen. Schön. Yes! Und das mit einem selbstgebauten ist ein guter Bogen. Bogen oder eine gute Schütze. Gut gebaut. Beides. Beides wahrscheinlich.
beides. Aber es macht Spass, wirklich. Ja, und es hat einen gewissen Suchtfaktor. Ja, das kann man vorstellen. Ja. Jetzt nimmt mich aber gleich wunder. Ich meine, ich bin da einfach ein bisschen am Zielen. Mich nimmt es wunder, hat man wirklich auch richtig schiessen können? Hat man Kettenhemper durchschiessen? Wir probieren es aus. Also gut, kommen wir probieren. Alles klar. Ein Stück Kettenhemd, wie es die Ritter damals trugen. Die einzelnen Ringe sind vernietet und boten in Kombination mit dem Gambeson, einem wattierten Unterhemd, guten Schutz gegen Schwerthiebe. Aber hielten sie auch Pfeilen stand? Die Waffenschmiede ließen sich Spitzen wie diese einfallen. Sie heißen Botkin und hatten nur einen Zweck, das Durchbohren von Kettenhemden. Der ist drin, definitiv. Der ist drin. Und ich glaube, der ist auch tief drin. Also wir sehen auch hier deutlich, dass natürlich der Fall eingedrungen ist. Ich werde mal versuchen, ihn vorsichtig hier rauszuziehen. Ja gut, das ist... Und auch da ist die Kette natürlich aufgesprungen. Aufgesprungen, ja. Vielleicht kriege ich ihn hier vorsichtig raus. Ja, das heißt also... Darf ich da mal? Ja. Das Stück ist wirklich komplett auseinandergesprengt. Ja. Der Ritter wäre. Ich glaube, er wäre umgefallen. Ja. Ja. Also es ist kein Mythos, das ist wirklich Nein. so. Es geht. Man durchtrennt die Kettenhemden mit den Pfeilen. Und von daher denke ich, ist der Verlust von den Truppen dann relativ hoch gewesen. Der Harnisch kam auf. Es war ein Wettrüsten zwischen Angriff und Verteidigung. Die Panzerung wurde immer besser. Langbogen und Pfeile noch stärker. Wir wollen testen, ob sie tatsächlich auch einen Brustpanzer durchschlagen können. Das ist ein 100-Pfund-Bogen. Okay. Der ist immer noch eigentlich schwächer als den, den die Engländer benutzt hätten. Aber vielleicht haben wir mit dem eine Chance, dass einfach ein bisschen mehr Schub auf den Pfeil kommt, um dass wir da vielleicht durch die Rüstung durchkommen. Zum Vergleich die Zugkraft von Ulrichs Eigenbau, gemessen in englischen Pfund, der seit jeher üblichen Maßeinheit für Bogen. 30. Ordentlich gebaut. Das ist ein paar Kilo, wenn ich da mit... Ja, wir können quasi die Hälfte nehmen. Du ziehst also mit deinen drei Fingern eigentlich 15 Kilogramm. Das ist nicht so schlecht. Das ist schon ein bisschen was zu ziehen. Ich glaube, das mache ich normalerweise nicht im Alltag. Ich denke auch nicht, dass man so viel mit drei Fingern einfach aufheben genau. würde und würde mal so die 15 Kilo hochheben. Ja. Ne? Ja. Ulrichs 15 Kilogramm entsprechen dem Gewicht von fast einem Kasten Bier. Mit seinem 100-Pfund-Bogen muss Helge mehr als doppelt so stark nach hinten ziehen. Eindrücklich. Doch die englischen Bogenschützen schafften gar vier Kasten und mehr. Mit einem Arm, das muss man sich mal vorstellen. Graf Helge ist bereit für den Harnisch. Kann er ihn tatsächlich knacken? Autsch. Gehen wir in die Vollen. Keine Chance. Ein paar Dellen im Panzer, das ist alles. Die Kriegspfeile sind beim Aufprall zerbrochen wie Streichhölzer. Ein letzter Versuch. Diesmal mit einer Spitze aus gehärtetem Werkzeugstahl. Sowas hatten die Engländer im Mittelalter nicht. Mit unserer Geheimwaffe sollte das doch klappen. Noch einmal zieht der Schütze seinen 100-Pfund-Bogen voll durch. Dieses Duell ging verloren. Helge konnte den Harnisch knacken, aber nicht durchbohren. Leise Enttäuschung bei Schütze und Moderatorin. Doch an der Leidenschaft fürs Mittelalter änderte das gar nichts. Wir sind bestimmt Freaks, das ist ganz klar. Ich finde auch teilweise Leute, die in die Disco gehen als Freaks und sich die Ohren voll dröhnen lassen. So hat aber jeder sein eigenes Teil. Ja. Zwei, drei. Bei Pfeil und Bogen, da denkt man ja vor allem an die Engländer und weniger an uns Schweizer. Weil wir haben Hellebarden und Armbrust gehabt.
stimmt aber nicht ganz. Weil die Schweiz ist tatsächlich eine der wichtigsten Bogenfundstätten überhaupt. Warum und was da schon alles entdeckt worden ist, das erfahren Sie auf der SRF Wissensplattform. Und nächste Woche heben wir ab, Tobi Einstein. Mit der Dornier Do X, in den 1930er Jahren das grösste Passagierflugzeug auf der Welt. Gebaut wurde, ist der Gigant zu Alterie bis St. Gallen und getestet hat man ihn auf dem Bodensee. 173 Personen waren in dem Flugzeug hinein. Jeder musste unterschreiben, dass, wenn das Flugzeug abgeht, dass keine Entschädigung bezahlt wird. Und so konnten wir 3,5 Stunden in der Luft sein. Und ist alles gut gegangen. Wir schauen zurück auf die Höchst und auch auf die Tiefs der Schweizer Luftfahrtgeschichte im letzten Jahrhundert. Heute in einer Woche bei Einstein. Und bis dorthin finden Sie uns auf der Einstein-Facebook-Page oder natürlich auch auf unserer Webseite. Hier auf dem Sender geht es jetzt weiter mit Eschbacher. Zu Gast heute ist Pina Dolce. Sie ist seit sie 15 Jahren blind. Das haltet sie aber nicht davon ab, zum Fotografieren, Filmen und auch Malen. Vorher aber noch Aktuelles vom Tag bei den Kollegen von 10 vor 10. Ich wünsche Ihnen jetzt noch recht einen schönen Abend und einen guten Rest der Woche. Ade miteinander.